Ja, und da ist er wieder, der Wrestler 1973. Hell yeah! Ja, beim letzten Part hatte ich ein Problem mit dem Kopfhörer, darum hat das ein stilles Audio gegeben. Aber jetzt bin ich wieder für euch da. Jetzt starten wir mal mit dem Sender dort. Es gibt Feindaktivität. Und dann lassen wir gerade los zusammen. Mal zuerst Drohne vornehmen. Die Drohne ist oben. Mal schauen, also bis jetzt ist noch alles super. Oh, auch schon werden wir entdeckt. Bella hat uns okay, entdeckt. Okay, dann bringen wir den Händler mal an. Let's go. Und hopp. Okay, gehen wir zuerst rein. Munition, ja, ne, ist gut. Hey, como anda? Okay. Okay, jetzt sollen wir den Sender verteidigen. Und Volk von Bolivien, Pueblo, sammelt euch und steht auf gegen die Tyrannei des Kartells. Die Santa Blanca Monster dürfen sich niemanden von uns mehr ungestraft schnappen. Wir haben sie daran hinter. Wir haben mehr Leute, große Zuversicht und einen starken Willen. Es ist an der Zeit, sich zu erheben. Verfickte Scheiße! Granate kommt, komm mir da, Culeros. Fresse die! Jawohl! Oh, ich brauche Hilfe. Kommt da jemand? Ich brauche Medizin. Ah, Nebeneinsatz abgeschlossen. Sehr gut. Oh, Achtung, Achtung. Gut, gut gemacht, Compadres. Meine Rede wurde in ganz Bolivien gehört. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis ich das... Muerte. Gut gemacht, Compadres. Meine Rede wurde in ganz Bolivien gehört. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Volk erhebt. Viva la Revolution! Gern geschehen. Und was hast du über Juri und Polito? Noch nichts. Die beiden verwischen ihre Spuren. Aber meine Leute arbeiten daran. Schon bald werden wir mehr wissen. In der Zwischenzeit stehen meine Brüder in Itaqua bereit, euch bei Bedarf zu helfen. Meldet euch und sie werden kommen. Ich werde dran denken. So, mal schauen, wo wir her müssen.
Padre. Ich habe da vielleicht jemanden, der Informationen über Juli Ippolito hat. Ich höre. Einer meiner Leutnants konnte ihnen entkommen. Er ist in ein Dorf namens Kulta geflohen. Statt ihn an das Kartell auszuliefern, hat ihn das Dorf versteckt. Verdammt mutig von ihm. Zur Vergeltung hat Santa Blanca das gesamte Dorf ausgelöscht. Fuck. Mein Leutnant lebt noch. Vermutlich, um ihn auf noch grausamere Weise töten zu können. Verstanden. Sind unterwegs nach Kulta. Loslegen. Ich sehe aufgehängte Leichen am Straßenrand. Sieht nach Zivilisten aus. Sie glauben, das verscheucht uns? Großer Fehler. Kulta, mehr Gottare. Ein in Kulta gefangen gehaltener Rebell könnte wichtige Informationen zu Juri und Polito haben. Befreien Sie ihn und finden Sie heraus, was er weiß. Das regnet ja wie aus Köbeln. Setze Drohne ein. Da sehen wir einen. Oh, tatsächlich noch einen. Das schaffen wir. Ziel mit Maschinenpistole. Bereit für deinen Lustrot. Eröffne Feuer. Hast du ihn, Kumpel? Der Leutnant will abhauen. Okay. Meine Seite ist sauber. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Juri und Polito verhören lässt. Der weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken.
aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. Sie aufgescheucht. Meinte bei der Fahrer. Ich fahre. Spanische Mucke. Ich sehe ein zweites Ziel. Tango Nummer 3. Kulta brennt's noch. Haltet aus schon nach dem Rebellen, der hier festgehalten wird.
auf dein Zeichen, Boss. Oh Mann. Der hat so nicht mehr überlebt. Ziel Nummer 5. Ich sehe einen Narko. Sag mir wo. Bei den Ruinen. Gegner getroffen. Das war's mit ihm. Legen sich Rebellen mit dem Kartell an. Wie lautet der Plan? Na, super. Bereit, auf deinen Befehl. Tango getroffen. Fliegt. Hab noch ein Tango. Alles klar bei mir. Hey, abre la puerta, compa. Öffne die Tür. Sí, sí. Warte, warte. Alles okay? Was wollen Sie von mir? Juri und Polito, die Sie gefoltert haben. Wir sind hier, um Sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle Sie hingeschafft? Nicht weit von hier.
So. So viel weiß ich noch. Und es war still. Es war irgendwo auf dem Land. Da. Da war ein Geruch nach alten Tierhäuten. Mehr weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Gracias. Okay, dann haben wir den Einsatz abgeschlossen. Infos? Ein Unidad-Hauptmann namens Fuentes hat mit Jury und Polito gearbeitet. Verhören Sie Fuentes. Mal sehen, was er uns sagen kann. Ach du Scheiße. Ruhe in Frieden, Kumpel. Wir sollten alles tun, um bessere Menschen zu sein und unsere Schwächen hinter uns zu lassen. Para que nadie sepa que te amo.
DJ Panico hier. Hola. Mit einem Nachbarn, das ihr zwei einfach nicht lösen könnt? Vielleicht habt ihr ein Problem mit jemandem, mit dem ihr Geschäfte macht und steht kurz davor, die Fußgast zu ziehen und euch gegenseitig zu erschießen. Lasst es nicht so weit kommen. Tragt euer Problem lieber der öffentlichen Santa Blanca Vertretung vor und gegen eine geringe Gebühr handeln unsere Leutnants, die in diesen Dingen geübt sind, eine Vereinbarung für euch aus. Blutvergießen ist teuer und macht keinen glücklich. Lasst Santa Blanca diesen Scheiß regeln und wir sorgen dafür, dass alle glücklich vom Verhandlungstisch aufstehen. Wartet nicht, besucht uns noch heute. Amada Santa Muerte, bendigt. Hier spricht El Cardenal, deiner richtigen Botschaft für Bolivien. Hütet euch vor den Lügen, die Pacatari und seine Rebellen verbreiten. Sprich von Gleichheit, Offenheit, freier Willen und Gesundheit. Das sind leere Versprechungen, die nur durch Tyrannei erzielt werden können. Das Volk ist nur gleich, wenn es ihm aufgezogen wird. Das ist der Stützpunkt der Unidad. Wir suchen nach dem Hauptmann, der mit Juri und Polito in Kontakt steht. Wir brauchen das Ziel lebend. Verstanden. Ruhe. Scharfschütze im Turm. Runter, die werden dich sehen. Das ist ein Treffer. Na bitte. Okay, sehe den Unidad-Hauptmann. Hey, ein Unidad-Soldat. Dort, am Checkpoint. Drohne fliegt. Drittes Ziel. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Da ist ein einsamer kleiner Soldat. Mitten im Bunker. Tango ist tot. Getötet. Locker bleiben, alles ist gut. Stehen, bevor sie dich sehen. No veo nada, pero sigan alerta.
Scharfschütze im Turm. Das war's mit ihm. Jo, sehe einen Soldaten. Ich sehe niemanden. Da drüben im Bunker. Sei du pendejo, sé que me entiende. Soy de la rebelión. Sáquenme. Hágalo correcto. Llevamos días sin comer. Que nos han servido de aquí, pero juro que mire con la cabeza bien alta. Sí, pero bueno, sin calma, no pagará. Déjeme que me la luz del día. No debo desesperar. Mírenos, por favor, se lo pagaremos. Esto lo tengo que saber bien. Se van a agarrar. Se van a zampar. Adiós. Ich habe hier Ihren Generator. Sehe einen Unitatsoldaten im Bunker. Der gehört dir, Kumpel. Bereit für den Angriff. Zivilisten im Gebiet. Schusslinie beachten. Tango ist tot. Und das macht drei. Das war's mit ihm. Das war knapp. Das hat der Mord verkörpert. Kommt zu uns und erfahrt mehr über sie. Kommt, betet sie an. Adoralla y amarla. Sie hilft euch, größte Persönlichkeit zu sein. Akzeptiert euer Leben nicht, wie es gerade ist. Werdet mehr. Möge Santa Muerte euch segnen. Amen. Hoy algo especial bei DJ Perico am Telefon. Die schönste Schönen persönlich, die elegante, la más guapa, Nidia Flores, mamacita de mi vida, la reina de belleza, die Schönheitskönigin. Mit dem Nachschub können wir uns Wohlwollen von den Rebellen verdienen. Thank you.
Da ist unser Mann. Was soll das? Wie läuft's so, Drecksack? Pendejos, ihr seid tot. Mierda, ihr könnt mich auch gleich umbringen, ich rede nicht, Carajo. Ganz wie du willst. Aber bei sadistischen Fickern wie Juri und Polito hängst du vielleicht als Nächster von der Decke. Man kann ihnen nicht trauen. Wär besser, wenn ich sie aus deinem Leben streiche. Ich bin keine Ratte, aber scheiße, ja. Ich habe Angst. Aber sie sind gar nicht in Itaqua. Dann lock sie nach Itaqua. Sag, du hättest ein Paket. Na los! Oye, Polito. Apolito. Ich habe hier ein Lamm für dich. Un borrego. Vale, vale. Gute Nacht, Kumpel. Unser Pärchen wieder nach Itaqua zurückkehrt, müssen wir nur noch herausfinden, wo genau sie hinwollen. Die Unidad zieht ab. Wir können weiter. Ja, Leute, die Folge ist schon wieder fertig. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann schnappen wir uns das schöne Liebesbärli. Haut rein und bis zum nächsten Mal und ciao!